Hallo zusammen. Guten Tag. So, wir sind hier. Wir verfluchen alle. Wir sind hier bei unserem Opa und werden jetzt mal unsere Shorts uns angucken. Old Igor has passed on to you his pester fool of shorts. Ach, wir haben, klingt von ihm auch noch welche. You now have a number of shorts yearning for mischief. Ha. Die wollen alle nur Ungutes tun, so wie ich. Genau. Oh. Jeden, den wir nicht rausschicken, wird uns selber nerven. A day or more, okay. Hunger, Strife, Corruption. Oh. Alter. Ich dachte, die verstecken jetzt einfach irgendwie so einen Schlüssel oder so. Also, okay. Alles klar, also unser Leben leidet darunter, wenn wir denen keinen Job geben. Ganz offensichtlich. So, dann gehen wir mal zum ersten. Okay, pass auf. Also, das sind hier die Debuffs, die wir kriegen da unten. Also, der gibt uns einmal weniger Damage von all unseren Karten. Also, den schicken wir am besten irgendwo raus. Wir kriegen auch Sachen dafür, wenn man da unten mal guckt. Wir kriegen Rubel und drei Steine, keine Ahnung. Sarg oder sowas. Und wir haben hier die verschiedenen... Upsala. Okay, wir schauen nochmal. His favorite occupation is to interfere with the work of the peasants. Und wir kriegen auch noch, guck mal, da oben auch noch. Der braucht zwei Tage vielleicht und bringt uns dann noch mehr mit. Der eine bringt uns das mit, der eine das. Okay, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Scare Children, okay. Wen können wir denn da schicken? Also der ist gerne gegen Farmer und Housekeepers und so was. Ja. Scare Children, er mag es, wenn die Kinder... Ich würde sagen, der ist gegen Kinder, dann geben wir den da hin. Genau. So, Spread... Litschen? Keine Ahnung. Nee, aber der mag ja keine Menschen, also irgendwas gegen Menschen. Gehen wir woanders hin. Was haben wir noch? Make the chickens kill their chicks. Nee, das ist auch langweilig. Get rid of the nine, das ist auch langweilig. Was sind denn so Zetko? Das wäre jetzt auch mal interessant. Ja, das können wir auf jeden Fall unserem 13th Son hier geben. Meinst du, er mag das? Ja, der mag das auf jeden Fall. Dann, nee, das ist auch... was ist das denn? Attract a married man to his wife's friend. Ja, nee, das ist für den, der die Menschen hasst. Genau. Ja, ich gucke jetzt einfach mal... Machen wir das mit den Spirits, mal mit dem Typen da, der... Spirits? Aber hier gibt es mehr Belohnung, glaube ich, oder? Ja, ist doch egal. Nein. So, was ist das hier? Der lost his eye. Genau, er hasst Menschen und deswegen... Ja, dann. Macht er jetzt eine. Boah, wie gemein. Wir sind richtig gemein jetzt, ne? Ja. Wir hätten den Typen am Anfang doch cursen müssen. Weil wir sind ja jetzt sowieso gemein. Ja. So, Visitors. Hallo. Komm herein. Schon wieder der Typ. Hallo. Yegory Vlampovich. Vasilisa Fyodorovna. It's me again. Ja, meine Belohnung. Meine Belohnung. Came to give my thanks. The spirits have stopped haunting us. Schauen. Here's what I promised. Danke. Mhm. Also ist wieder so ein Ausrüstbar-Item, ne? Genau, aber das ist nichts für uns, weil wir nutzen ja fast keine Healing-Items. Noch nicht, mal sehen. The spirits broke some things in the windmill, but we'll fix it somehow. I have some money saved up. I'll use some of it to fix the windmill, and the rest I'll leave to my grandson. Siehst du, das hätte uns jetzt schlechtes Karma gebracht, hätten wir das Gold gestohlen. Das Silber war's. Well, it is what it is. Aber dann hätten wir es jetzt gehabt. Hm. Und er hat sich ja mit den Dämonen angeschlossen. Nee, ich finde, wir sollten... Wir sind eine gute Hexe, ja? Eine gute Hexe. Nicht so eine... Wir haben eine Ehe gerade zerstört. Wir haben Kinder erschreckt. Moment, die Ehe hast du gar nicht zerstört. Du weißt ja gar nicht, was passiert. Wir haben den Garten von so einem armen Farmer kaputt gemacht. Aber wir haben keine Hakennase, keine Warze, wir sind eine gute Hexe. Und wir haben auch keinen spitzen Hut. Noch nicht. Keinen Mantel. Weil wir uns den nicht leisten können, weil wir das Geld nicht geklaut haben. Ja, ja, ja. Jetzt kommt der Nächste. So, I came to find out if maybe you've changed your mind about that woman. I brought a gift, you know.
Siehst du. Alter, der Typ dann ist aber ganz schön... Dann machen wir es doch. Dann cursen wir diesen Typen jetzt. Der mag die aber wirklich nicht, ne? Curse or deny? Komm, wir cursen einfach mal die Frau. Finde ich eigentlich nicht. Ne? Komm, wir cursen die Frau. Wir sind ja jetzt böse. Wir sind doch jetzt böse. Du, ich... Nee, ich will eigentlich nicht. Weil der besticht uns, guck mal. Der will hier... Der mag die nicht, dann soll er doch mit der reden. Du willst doch nur noch mehr Geld haben. Beim nächsten Mal kommt er mit 20 Gold an. Richtig. Oh, no. I'm not the cursing kind. Well, all right. I'll think of something myself. Oh, ey. Das war vielleicht doch nicht gut. Siehste, das war nämlich doch schlecht. Well, weil jetzt... See you. Jetzt greift er die selber an. Ja, dann müssen wir ihn halt danach verfluchen. Tja, tja, tja. Be well and live long. My godmother sends a jug of milk and sends her regards. Kolya, is that you? Hello, old Igor. So, you're back. Yeah, it's been at least a week. You sure have grown tall. How tall are you, exactly? 12 vershoks? 4,4 centimeters, I guess. Well, what brings you here? I heard about your man, Vasilisa. It's hard to lose loved ones, I know. However, I'm here for another reason. I need your help. Yesterday evening, at a get-together, I made a bet with the lads. They dared me to enter Barney at night. I don't believe all this supernatural stuff, you see. When you go to war, you see things you know. I entered this old Barney. The abandoned one by the river. It was around midnight. I opened the door and saw a sort of blue light, and it was quiet. I reached into the stove, you know, to take a stone. They wouldn't call me chicken if I showed them proof later. Suddenly, a hairy paw grabbed my left hand. Here, look, it left a mark. Tja, schauen wir mal, was wir sehen. An seinem linken Arm, da hat ihn irgendwas gegrabt. Genau. That devil didn't let me go. All of a sudden, some female voice said, marry me. The hand was hot as fire, and then I just lost it, and it kept on asking. And she still held on to me, wouldn't let go, so I told her I would. Then she let me go. I ran as fast as I could. Damn this demonic power. You are a knower. Help me, would you? Mm-hmm. Ja, schau mal, was Nikolai visited the Banya at midnight. And something grabbed him. What might that be? Rusalka. Bannix, Rusalka. Es ist eine Rusalka, ich weiß es doch. Ich weiß es doch, ich bin doch Noah. Ich bin doch ein Noah, hallo. Bannix. Ja, finde ich jetzt eigentlich nicht, weil die will ja heiraten irgendwie. Und ein Bannix scheint was anderes zu sein, oder? Oder überlese ich jetzt gerade etwas? Ja. Dann Rusalka. Würde ich auch sagen Rusalka. Falsch! So that was a Rusalka. No, there's a separate master with its own Banya, that's it. Or perhaps a mistress. That was a Bannik. Okay, dann haben wir uns jetzt mal vertan. Lord Almighty. Da stand aber nichts davon, was da passiert ist. Das ist ja, außer dieses Verbrennen, ne? Da hätte man eigentlich schon drauf kommen müssen. Na, egal. Next Mal. Nee, wir starten das Spiel nochmal neu. So its hand was hairy. What else did you notice? I couldn't see anything. It was completely dark. The hand was black and hairy. What did you do with the stone? Well, I took it with me. To prove to them I wasn't yellow. Didn't tell about the demon, though. Dropped it off at home later. I told my godmother, and she sent me here right away. Ah, wise woman, your godmother. All right, I won't leave you to the wolves. Vasilisa, take a closer look at the demon. This Bannik may have an aspen seal on her. Go to the old Banya tonight, both of you. Talk to the demon and find out why she wants to marry you. You, Kolya,
Use this balm on your left eye to see the demons. Don't forget the stone, Kolja. I'll wait for you outside. Okay. Was ist da hinten jetzt? Hey, Vasya, they say you're a knower now. This may be of interest to you then. The other day we were gathering berries by Kajil Lake. By the way, I have brought you some. It's near Zapolsk. Anyway, we came across this clearing with holes everywhere. The horror! So I thought you might want to go there. Who knows? Perhaps there are evil spirits. Also, wir sind also als Noah ziemlich beliebt. Ja, das ist der Typ, den wir gleich helfen sollen. Warum sitzt der jetzt hier? Ja, weil wir den doch mitnehmen sollen. Nico, ja, warum sitzt der jetzt einfach hier? Der soll mal bei sich selber zu Hause bleiben. Ein Companion. Oh, das ist ja toll. Ein Companion. Okay. Also wenn wir den dabei haben oder nicht, dann kann das andere Events triggern. Ja, also anscheinend sind wir auch jetzt nicht unbedingt... also wir sind ja relativ beliebt als Noah. Ich glaube, die Leute wissen gar nicht, dass wir unsere Dämonen rumschicken. Aber es wäre auch dumm, wenn wir das... Das ist ja geheim dann. Wir können ja dann die Probleme erstellen, die wir dann nachher wieder lösen. Ich denke, ich würde seeking help from nowhere's. I've always depended only on myself. My military service. Well, it's quite a story. Maybe later. Kannst du erstmal für dich behalten, danke. Gut. Okay, warte mal. Y. Diese Pose. Okay, also er kann die Leute ohrfeigen für 5 Schaden. Das ja, super. Mich. Der ist ein super Typ, oder? Ja, finde ich auch. Aber wir müssen jetzt dran denken, wir haben nichts, um ihn zu schützen, glaube ich. Unsere Barrieren sind ja eigentlich immer für uns, oder? Ich weiß jetzt gar nicht, ob der mitkämpft. Sehen wir gleich. Doch. Das lassen wir mal so. Ja. Gut. Warte mal, wir haben Old Pits. Da kann ich nicht hin. Ich will einfach noch mal wissen, wo ist denn Old Pits? Irgendwo werden wir es finden. Ja, wir gehen erstmal nach und nach weiter. Also ich kann jetzt auch nur hier hin. Dann los. Aber ist doch doof. Dann los. Examine the Old Pits. Na gut. Dann los. You notice a black silhouette on the road. It appears to be shrouded in fog and is hard to distinguish in the soft lighting of the night. The air is filled with a strange song performed by the demon. You've never heard this melody before. The devil continues his song. You listen, holding your breath and not moving. Soon, the melody stops, crashes against the tops of the fir trees, and dissolves in moonlit silence. You feel that perhaps now, suddenly, a magic circle shimmers at the demon's feet. A moment later, another devil appears by his side. His burning eyes are staring right at you. Okay, aber wir haben 100 Zähne bekommen. Super. Zähne. Ach, guck mal, der ist jetzt doch dabei. Gut. Okay, dann kann er ja den Kleinen angreifen, ne? Summons more evil spirits, das ist schlecht. Dann müssen wir den am besten als erstes töten. Der hat aber 23 Leben. Das, ja, aber den kriegen wir hin. Wir können dann erstmal den Kleinen erledigen, weil der wird sowieso was... Ja, aber der kommt ja wieder ein Neuer dann. Das bringt uns ja nichts. Ja, aber dann haben wir ja 3 Gegner. Was ist denn jetzt LB? Choose a target. Für den Nikolai? Ja. Ja, okay. Dann mach den Linken. Ja, würde ich auch sagen. Weg. Backhand. Ja, aber guck, jetzt haben wir ihn doch gleich. Oh. 19 ist viel. Greifen die denn jetzt nur mich an oder wir werden es ja gleich sehen, ne? Ja, wir haben jetzt aber sehr wenig Schild. Nö, das passt. Ja, einen kommt einer geht durch. Nein. Je nachdem, ob er. Nein. Achso, 6 Schaden. Ah, okay.
Du hast zwei Schilder benutzt. Ich dachte, du nimmst nur einen. Nee, nee. Aber jetzt machen sie einfach nur noch mehr Schaden. Tja. Das sind 10. Ich kann aber nur 8 blocken. Das ist cool, aber der Nikolai, wie heißt der jetzt? Der kann nur alle drei ja, Turns immer machen, der coole Sack. Mhm. Du musst seine Pfeife rauchen. Ja. Ja. Ja, der ruft schon wieder neue Dämonen da. Greif an. Ja, wir müssen ihn schnell töten. Mal den Velvurst. Mhm. So. Dann nimmst du 3 davon, dann macht er ja auch wieder mehr Schaden. Ja, aber der andere macht da jetzt 3 Schaden. Ach. Ja, der macht halt ein bisschen Schaden. Der hätte 1 Schaden mehr machen können. Jetzt hast du es verbockt. Siehst du, dann wäre der jetzt tot gewesen. Ha! Hättest du es richtig gemacht? Hättest du es richtig gemacht, dann wäre der jetzt tot gewesen. Ja, so ist das halt. Mann, was man nicht alles falsch macht hier. Warte mal, das sind 10, 7, ja, genau richtig. Backhand. Ja. Auch genau auf den Fall schon. Sehr gut. Danke dir. Ja. Der rastet aber aus jetzt, der Junge. Schon wieder 10 Schaden. Ja, ist auch heilen, ne? Hm. Schon gefährlicher Kampf. Ja. Dafür, dass das jetzt der erste Step war, nur auf unserem Weg. Auf jeden Fall. Warte mal. 4. Der hat dann noch 6. Hat 4. Ich brauche nicht nochmal 4 Schaden, habe ich aber nicht. Ist auch blöd. Das ist auch blöd. Lieber mal heilen, oder? Dann heilen wir mal. Sonst wird das nämlich irgendwann knapp. Ich meine, zum Glück haben wir noch Kräuter, die wir wohl jetzt auch mal langsam brauchen. Den können wir jetzt hiermit und hiermit eigentlich weghauen. Und dann können wir uns noch ein Schild geben. Kriegen wir nur ein bisschen Schaden. Boom. See you later. Okay, das kriegen wir jetzt noch hin. Der kann wieder. Oder? Kann er? Kann er, ja. Macht er auch. Unser Verbündeter greift wieder an. Dann machen wir das da. Und das da. So. Jawohl. Ja, das da, ne? Okay, das war jetzt höchste Konzentration. Das war ein bisschen schwieriger, der Kampf jetzt. Jetzt zieht's an.
Ja, jetzt müssen wir halt darauf achten, dass wir gute Kombis nutzen. Ja, stimmt. Und da müssen wir jetzt auch natürlich darauf achten, wie wir unser Deck aufbauen. Ja. Yay! So. Das haben wir noch gar nicht. Sollen wir das mal reinnehmen? Da kriegen wir nämlich eine zusätzliche Karte. Kann ja hilfreich sein. Das wird uns bestimmt helfen. Hoffen wir mal. Was kann man denn jetzt alles mit den Rubeln machen? Da können wir jetzt, glaube ich, nur Items... Was genau können wir jetzt damit machen? Craften können wir ja wahrscheinlich nur zu Hause. Weiß ich nicht. Denke ich wohl. Scheint so, ja. Denke ich wohl. Ah ne, wir sind noch im Kampf, deswegen. Oder? Nee. Ja, müssen wir beim nächsten Mal, wenn wir zu Hause sind, darauf achten, dass wir da was mitmachen. So. Ich wollte eigentlich mal... Kann man denn nicht da mal rein? Ich möchte dieses... Hä? Du musst wahrscheinlich erst einen Slot auswählen und dann kannst du auswählen. Ja, okay, dann müssen wir das mal machen, wenn wir wieder zu Hause sind. Irgendwas muss man ja mit diesen Rubeln machen können. Die Rubeln. Rubel. Da rollt der Rubel. So. Ich muss sagen, der Nikolai, der ist schon sehr nicht hilfreich. Ja, nicht so ganz, ne? 3 Runden muss er sich ausruhen immer. Also wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir noch zu der Old Pits kommen. Ja, die werden wir ja auf dem Weg finden. Na, hoffentlich. You notice a strange sight in the distance. A ball of snakes is rolling around the woodland road, scales glittering in the moonlight. Wollen wir mal den Nikolai einsetzen? Ja. Okay. Nikolai grins and picks up a large stone. He throws it right at the snake ball. Most of the snakes scatter, but some of the enraged creatures slither your way. Luckily, you find some healing herbs near the overturned stone. Oh, jetzt kämpfen wir gegen die Schlangen, oder was? Yep. Das war doof. Das Schlangenbattle. Nikolai, greif mal die da. Danke, Nikolai, für deine große Hilfe. Was genau macht die denn? Poison. For each page Scheiße. You read. Das ist aber heftig. Können wir uns davon shielden? Vielleicht. Warte mal, der macht 5 Schaden. Das sind 9, das sind 11, das sind 13. Das reicht nicht, um die eine da zu besiegen. Aber wir haben ja etwas, was uns den negativen Status wegmacht, wieder. Soll ich mal ein Kraut nehmen, weil wir haben irgendwie nicht mehr viel Leben. Kraute mal. Ich glaube, das ist nochmal, mit LB können wir nochmal extra... Das waren ja noch 5 Leben. Du. Ja, LB ist der Nikolai. Ach, LB ist der Nikolai? Ja. Das sind die X-Kräuter. Ha! Blöde Schlange. Echt. Jetzt weiß ich, warum wir den das letzte Mal das Nest da umrandet haben. Ja. Poison. Ja, das ist sehr schlecht. Okay, aber jetzt können wir uns ja... Obwohl, nee, wir haben das ja nicht mehr, ne? Doch, da. Jawohl. Die machen 6 Schaden. Da würde ich sagen, ich würde mich gerne mal ein bisschen heilen, diese Runde, ja. Einmal heilen, aber ich würde auch einen würde ich weghauen. Der hat ja nur noch 2 Leben. Wir haben aber eh keinen Angriffsspell. Nur den einen hier, der macht nur 1 Schaden. Und wir haben keine andere schwarze Karte. Schade. Schade. Oh. Plus 2, ja doch. Jawohl. Na, das war doch okay. Sehr schön. Jetzt kommen wir so langsam wieder rein. Jetzt schon wieder Poison. Jetzt können wir angreifen. Ja, den hättest du jetzt aber auch... Oder hast du 2 Schaden? Ja, ja. Doch, ja. Schön heilen. Gott sei Dank haben wir die eine Schlange weg. Poison. Poison. Ja, leider habe ich jetzt wieder nichts, was negativen Statusveränderungen wegmacht. So, warte mal. Wir müssen ein bisschen sparsam sein dann jetzt. Stackt sich das, wenn ich jetzt hier Waste 3 mache? Die hat ja noch Waste auf sich drauf. 2. Versuch's einfach mal. Ja, ne? Würde ich auch mal. Das ist ja gut zu wissen. Aber ich denke wahrscheinlich nicht.
Doch, jetzt hat sie 5. Jetzt hat sie 5, ja doch. Ja, das ist ja super. Dann ist sie ja gleich besiegt. Ja. Können wir mal gucken, ob wir uns noch heilen können, bevor die sich selbst erledigt. Also das Poison dauert ja dann nur eine Runde, also können wir ja wieder alles machen, was wir wollen. Genau. Alles, was wir wollen. Bäh. Yes. Evolve, oh, well versed. Das ist gut. Das ist gut, weil wir müssen uns ja manchmal mehrmals heilen. Shielden. Ja. Yeah. Aber die Dreierattacke auf alle Enemies und dann mit einem... das ist auch geil, ne? Das ist schon, ja. Aber ich denke mal, Avoil ist wahrscheinlich das Wichtigste. Genau. Erstmal. Super Sache. Okay. Michaels Crossroads. Da waren wir ja schon Miguel. Mal. Da haben wir wahrscheinlich unser Hexenritual gemacht, denke ich mal. Michael. Wo ist dein Crossroad? Near the old gravestones, you see a demon. His eyes are focused on the sky. It seems that he is in deep thought. He merely sighs when he notices you. Also ich glaube, wir haben schon so viel Leben verloren. Ich würde gerne mal weg. You start to walk away. As soon as you turn your back, you feel a sudden blow from behind. Perhaps the demon has been waiting for an opportunity. Hättest du mal Dinge grüßt, dann wäre es gut ausgegangen. No, aber nein, du. Ja, ich bin halt ein netter Kerl. Netter Kerl? Du hast ja noch nicht mal Hallo gesagt. Ich wollte nicht stören, der hat ja da in den Himmel geguckt, du. Also wirklich. Ciao. Also ich find das Gegner ist dann schon ziemlich cool, dieses Dämonenschwein da so rechts, das ist schon, hat schon Hallo, was. Das ist ein Bulle. Ja, wie auch immer. Das ist so eindeutig ein Bulle und kein Schwein. Und eine Fledermaus. Ein Imp. Fledermäuschen. Ja. Ciao. Ist aber gut, dass unser Verbündeter jetzt nicht auch noch irgendwie einen Lebensbalken hat. Genau, vielleicht können wir ja jetzt ein bisschen Zeit schinden, um uns zu heilen. Ja, schwierig, ich hab nur einen. Ja, aber das reicht ja trotzdem, dann heilen wir uns ja trotzdem noch im Positiven. Also einmal Schild und dann die anderen zwei. Dann heißt es ja um 3, vier. Genau, da kann man mal ein bisschen Leben hier auffrischen. Ja. Sieben, der wird ja mal stärker. Ich glaube, den sollten wir mal erledigen. Schauen wir mal. Schild von 6. 2 nochmal geheilt. Und er macht 7 Schaden. Da sind wir noch mehr als plus 1 geheilt am Ende des Tages. Ja. Cool. Ja, aber dann sind wir ja immer noch dabei. Genau. Dann sind wir noch immer dabei. Ja, der wird jede Runde stärker, das ist so gefährlich. Ja, wir können ihn ja jetzt praktisch besiegen. Ja, können wir auch. Michael greift auch an. Dann war's das. Babuschka, das war's für dich, mein Bullenfreund. Dickerchen. Was haben wir denn hier? Nava. Okay. Ja, diese Firmengeschichten, die werden ja jetzt langsam interessanter, ne? The page remains active for one turn and affects other pages. Ja, das zusammen mit Wellworst, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wäre eigentlich ganz gut, ne? Sollen wir das nehmen? Ich würde das mal nehmen, ja. Gut. Klingelingeling. Ring, bing, 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 ding, ding, ding. Traveling Herbalist, dann gehen wir mal dahin. Was meinst du, was der verkauft? Ja, Herbs. Körbe. Kürbis. Körbe. Kürbis. Kürbis. Das ist alles. Ja. What? Da sind wir noch. Want some pranics? I've solved everything already. Oh Mann. Oh, you want some herbs? Well, take a look then. Ach so. Süßigkeiten. Doch, die wollte ich aber haben. Ja, ich eigentlich auch.
Okay, was haben wir denn hier? Ja, komm, da brauchen wir aber eigentlich nichts davon, ne? Ja, warte mal. Vielleicht können wir unser Item da verkaufen. Bei hier. Das würde ich jetzt eigentlich sogar mal behalten erstmal. Was, das Item, was uns einheilen lässt mehr? Ja. Wir benutzen doch eh keine Items. So. Wir verkaufen alte. Aber wir könnten ein paar Kräuter kaufen, ehrlich gesagt. Remove Status, Curse. Also wir haben noch keins benutzt und du willst jetzt noch welche dazu kaufen. Ja, wir können doch... Anstatt, dass du neue Karten damit machst. Wir sind noch gerade am Anfang der Reise. Genau. Curse 3 on enemy. Und am Ende der Reise müssen wir immer noch alle Heil-Items haben. Ja. Du weißt doch, wie es läuft. Wir haben jetzt aber nur noch 10 Kräuter. Wir können ja mal so eins hier kaufen mit Schild. Da können wir nämlich angreifen und haben trotzdem Schild für die Runde. Ein einziges. Ah! All das Geld. Für nix. So. Kräuter zu kaufen, die du an der Straßenseite sowieso findest. Ja, weißt du ja nicht. So viele Kräuter haben wir noch nicht gefunden. Tisk, Tisk, sage ich. Muss noch ein bisschen taktisch like a gloomy skeleton of an unknown beast. The old remains of a burnt house stand before you. All the logs are charred black. Some of them have collapsed and are covered with moss. Only the white stove gleams in the moonlight, still intact, even after the fire. You walk around the house. The inside is dark, with logs poking out like the rotten teeth of a dead man. You see a shaggy silhouette of a demon inside. It's hard to tell who used to live in this izba. You step inside, and you seem to sense the smell of burnt wood. Stars and pine branches are visible above instead of a roof. Suddenly, you notice a shaggy figure near the furnace. As soon as you make a move towards the mysterious figure, it disappears. A ball of baked clay lies where the black spirit once was. You take it with you. Clay ist Lehm, ne? Ah ja. Perfekt, das können wir ja direkt austauschen. Ja, dachte ich auch gerade. Superb. Was ist das da, ne? Besser als die Candles, ja. Ja, wunderbar. Cool. Ja, dann. Auf. Trinity Church. Eine Kirche. Eine Kirche. Eine Kirche. You see a friendly flame burning in the distance. You come closer. And soon you are standing in front of a lonely church. Inside it is warm and cozy. It smells of incense and old wooden sculptures. Soon you hear a calm voice. Müssten wir nicht eigentlich verbrennen, wenn wir als Hexe eine Kirche betreten? Nee, wir sind ja eine gute Hexe. Achso, ja, siehst du? Wir haben ja nur eine Ehe zerstört, Kinder erschrocken. Be careful on the road you travel. It can lead you to places no one can help you out of. Items, Alter. Increases each damage of each page for 5. Oh, das ist ja klasse. Holy water. Aber das sind alles halt One-Use-Items, ne? Gehen wir weiter runter, vielleicht gibt's da welche. Sind alle, oder? Nee, würde ich gar nicht sagen, oder? Aber Incense anscheinend? Das ist ein Herb. Genau. Und das hier sind aber... das sind dann richtige Items. Dann würde ich das mal nehmen, weil dann kriegen wir immer... Wir haben aber nur 91 Rubel. Siehste, hättest du dieses eine Herb dann nicht gekauft... Dann hätten wir jetzt 105 Rubel. Dann verkauf mal jetzt deine Herbs wieder, bitte, ja? Nein. Und die Axt, die brauchen wir nicht. Wir können aber tatsächlich hier die Kerzen verkaufen. Kerzen kannst du verkaufen, und die Axt und den Mortar. Und dann können wir uns diese schöne Engelsstatue da kaufen, weil die ist gut. Ich gucke aber gerade noch Increases. Das wäre eigentlich auch geil, ne? Dann bist du 3 Runden lang stärker. The maximum received by... Das können wir am Ende mal brauchen. Ja. Aber ich denke auch, das hier wäre eigentlich am besten. Das ist jetzt sehr gut. Ne? Das ist sehr, sehr gut. Ja. Increases Shield Value. Nee. Increases Well-Burst Effect. Ne, würde ich auch sagen, das hier. Das auf jeden Fall, ja. Ja, super. Wie not enough. Ach. Ja, du musst ja noch die Kerzen verkaufen. Kerzen.
Brauchen wir nicht. Ja, eigentlich nicht, ne? Brauchen wir nicht. Aber die sind von Old Igor. Ja, ist doch egal. Jetzt sind die von uns gewesen. Also ich persönlich hätte auch noch alle Herbs verkauft, weil nur Loser benutzen Items. Cool, dann machen wir jetzt mal das da. Yes. Sieben. Ja, super, da brauchen wir jetzt ja fast gar nicht mehr darum zu kümmern, um unsere Schilde. Super. Dann, warte mal, was ist denn hier? Curved Raven. Bleh. Wollen wir da hin? Ja. Natürlich. Ja, natürlich. Oh, wir sind aber schon wieder bei 35 Minuten. Ja, egal. You approach the open rift. Dried bushes are sticking out of its walls like the rotten teeth of a dead man. You carefully look down. Suddenly, the forest around you is lit by a strange red light. As you look up, you see a fiery ball zigzagging through the sky. Also ich würde eher das sagen, ne? Ich würde sagen, run away. Run away? Nee, mach mal defensive. Your words are lost among the tree branches. Schade. The fiery ball flies away, and everything is silent again. Schade. Ja. Aber wieder was verpasst. Das ist auch nicht schlimm. Doch, ich fand das schon schlimm. There's a rotting bridge over a small river, a tributary of the Kolva. In the moonlight, you discern a strange silhouette on the other side of the bank. Das ist bestimmt noch ein Schlafwandler. Doch, komm, wir gehen da hin. Ja, das sieht freundlich aus, finde ich. Denke ich auch. You take several steps towards the silhouette, but it disappears in the morning mist. Ah, a chill runs down your spine. Und wir haben uns schön gegruselt. A chill runs down your spine. Wir haben was draus gelernt. Sehr das cool. Reicht uns ja. Orlov Kuru, ja. Kurva? Nee, das sagt man aber nicht. Das war ein Y, glaube ich. Das sagt man aber nicht. Night travels are not the most convenient ones. In the darkness, you can stumble upon any kind of evil spirits. This is precisely what happens now. You step into a silent meadow where a demon is drinking tea. Attack. From a samovar. You step Nikolai. Into a silent Attack. Meadow where Nein, a demon Nikolai, is drinking tea from a samovar. He notices keine Ahnung von Dämonen, you and invites you to join him. Also ich glaube ganz ehrlich, der Dämon verarscht uns. Wenn wir das jetzt trinken, dann ist es irgendwie so ein Gift oder sowas. Denke ich auch. You silently angreifen. Open the black book. The demon's sharp claws flash in the moonlight. Ja, komm, even ja, worse, weg. Another short geheilt, peeks ja. out of the samovar. Das wäre sogar noch schlimm gewesen. Hätten den Tee getrunken, da wäre das so eine Falle gewesen, so von zwei Seiten Angriff. Zangenangriff. Man sagt ja immer, niemals mit einem Dämon Tee trinken. Genau, das sagt man. Gut, so, also. In drei Runden greift der Kollege an, bis dahin haben wir den besiegt. Da gehe ich mal vor. Wir haben ziemlich viele Heil-Items. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen was anderes machen auch. Und am nächsten jetzt gibt es nur noch Schaden. Wir sind praktisch unbesiegbar jetzt wegen unserem Item. Unbesiegbar. Ja, das ist schon super praktisch, ne? Ah, verdammt, der gibt dem auch noch ein Schild. Macht ja nichts. Ja, wir haben so wenig Angriffssachen. Wir müssen echt mal was anderes noch machen. Guck mal, ich komme gar nicht durch den Schild durch. Ja, komm, machen wir aber trotzdem. Ja, dann greif ich lieber den anderen an. Ja. Aber du hast ja dein schönes Item gekauft, um den Schild zu. Um darum rumzukommen. Da haben wir doch einen Barriere-Herb. Naja, das ist für unsere Barriere. Ja, wir haben auch einen Barriere-Herb von der Schlange gekriegt. Ah, stimmt. Ja. Aber nur zwei davon, ne? Tja, das macht ja nichts. Na gut. Habe ich jetzt den Falschen angegriffen? Ja. Upsi. Das macht ja nichts. Wir gewinnen ja sowieso. Und wir heilen uns ja jede Runde. Ja. Wir sind zu stark. Ach, guck mal, der hatte noch... Wir sind zu stark. Der hatte noch einen Stack drauf. Dann hatte ich doch den richtigen angegriffen. Wir sind viel zu stark. Ah, passt schon. Alles gut. Besser als zu schwach. Dumm.
So, jetzt brauchen wir aber mal Angriff hier. Was ist das? Haben wir aber nicht. Das ist ja toll. Dann das Bless. Weil das hilft uns ja beim Angriff. Ich finde eigentlich das hier besser. Ja, aber beim Bless hilft es doch bei uns mit dem Angriff. Ja, okay. Kling, ding, 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 ding. Aber wir waren jetzt trotzdem nicht bei Old Pits. Wo ist denn das? Müssen wir noch irgendwie finden. Ja, aber wir können ja nicht dahin anscheinend. Dann können wir auch nichts dran dagegen machen. Nee, scheinbar nicht. Aber egal, wir haben jetzt sowieso, ich glaube, bald die 40 Minuten geknackt. Und ja, wir waren jetzt ein bisschen vertieft ins Spiel, aber es ist wirklich klasse. Und ja, bin mal sehr gespannt, wie es dann in der nächsten Folge weitergeht, weil war da schon so ein bisschen einige gruselige Aspekte auch das Spiel. Das gefällt mir auch sehr daran. Leider sind wir jetzt overpowered und werden immer geheilt und können nie wieder besiegt werden. Aber das ist ja auch ganz gut. Ja, ich denke, es hat schon Sinn, dass man am Anfang so ein starkes Item bekommt. Die Gegner werden ja auch irgendwann stärker, ne? Ja, aber nicht so schnell. Alles klar. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis dahin. Bis dann.